Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, einer neuen Reihe, würde ich schon sagen. Es ist Warframe. Ich wurde im Panic Wolfen Joker, also vom Panic Wolfen Joker in den Panic Wolfen Clan eingeladen, weil bei Ark Survival Evolved sich mein altes Team, also mein Tribe, praktisch aufgelöst hat. Und da habe ich gedacht, ich finde es schöner, irgendwie mit jemandem zusammen zu spielen. Und da hatte ich halt die Einladung gekriegt, da hat er mich gefragt, hast du eine PlayStation 4? Ich habe gesagt, yo, ich habe eine PlayStation 4. Und dann meinte er, komm doch in den Panic Wolfen Clan. Und so bin ich in den Panic Wolfen Clan bei Warframe reingerutscht. Und der Panic Wolfen Clan besteht aus folgenden Personen. Ich sage jetzt nicht, wer hier alles Panic Wolfen ist, weil das Panic Wolfen steht davor und PW steht auch für Panic Wolfen. Deswegen haben wir einmal Lyris, das ist das Nerd-Mädchen. Dann haben wir den Joker, Leroy, der Predator, also GHG Crafter ist sein YouTube-Name. Und den Red Butler. Überwiegend eigentlich alles YouTuber, bis auf der Leroy, glaube ich. Und ja, und das ist halt mein Warframe. Warframes sind praktisch ja, Anzüge, würde ich eigentlich mal so sagen. Weil das ist ein Tenno, also wir, die Rasse, die Spezies sind Tennos. Das sind so irgendwie so alte Ninjas oder irgend so ein Scheiß. Oder Samurais. Und diese Tennos haben die Warframes an und diese Warframes haben verschiedene Fähigkeiten, je nachdem, welchen Warframe man hat. Und es gibt natürlich hier verschiedene Waffen, wie zum Beispiel hier verschiedene Schwerter, Kanonen, Revolver in dem Sinne, und die kann man dann mit so Mods nachrüsten oder aufrüsten. Kann man automatisch machen lassen, indem man R3 drückt und dann einfach drauf drückt. Hier bitte einmal automatisch machen. Oder man macht selber, aber ich habe davon selber keine Ahnung. Deswegen habe ich da lieber die Finger davon gelassen, weil dann kann es sein, dass die Werte schlechter werden oder besser werden, was weiß ich. Deswegen habe ich das erstmal alles automatisch reingemacht. So, dann gibt es hier eine Schmiede, die habe ich mir schon besorgt. Und hier sind die Blaupausen für die dualen Hitzeschwerter auch drin gewesen, die ich gefunden habe. Wenn euch das zu viel Information ist, es tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Ich muss das irgendwie jetzt gucken, dass ich das alles schnell in eine Folge reinquetsche. So, und die Sachen könnt ihr euch auch im Markt gegen Credits oder halt gegen Spielgeld, Ingame-Geld, praktisch Ingame-Währung kaufen. Und zwar haben wir hier einmal die Waffen und da unten sind dann die Blaupausen für die jeweiligen Waffen, die ihr denn dann bauen möchtet in der Schmiede. Es wird euch angezeigt, was ihr dafür braucht. Ja, zum Beispiel braucht ihr Orokinzelle und Credits. Und die Knarre, die ich habe, die ist, glaube ich, hier gar nicht dabei. Weil ich kann auch neue Waffen kaufen direkt an der, also an dem Arsenal. Geht das, glaube ich, auch direkt, wenn ich jetzt hier drauf gehe und dann nehme ich hier die Dinger und gehe dann auf Ausrüsten. Da kann ich hier dann gucken. Das kostet natürlich Geld, aber es gibt da welche für Credits, wie zum Beispiel das Schrotgewehr. Die hier zum Beispiel, die kostet was. Die kann man kaufen. Irgendwo, ach nee, stopp, es war ja auch hier, genau. Hier gibt es einen Bogen zum Beispiel, den finde ich aber sehr langsam, weil bei Massengegnern ist das Ding echt nicht zu empfehlen. Dann gibt es diese Naht Schrotflinte, da stehen dann halt, was wird besser, was wird schlechter. Auf der rechten unteren Seite, wie man es gerade gesehen hat. Und ja, dann könnt ihr euch eure Sachen so aussuchen. So, jetzt betreten wir mal das Dojo. Kann nur sein, dass ich das jetzt in zwei Folgen splitte, eine kurze und eine lange. Weil die Mission hätte ich gerne komplett drauf gekriegt. Gehen wir mal zum Dojo. Und zwar über Clan und den Dojo. Und ich bin ja Anführer des Clans. Und das heißt, ich kann auch das Dojo hosten und noch ein paar andere Sachen machen. Zum Beispiel Sachen hinsetzen, bauen und so weiter und so fort. Wir gehen einfach mal ins Dojo. Ich werde mich so der Forschung widmen. So, hier haben wir das Dojo von unserem Clan, vom Panic Wolfen Clan. Und hier sind schon ein paar Sachen gebaut. Es werden noch ein paar Sachen gebaut. Hier zum Beispiel Weihrauch. Ich weiß auch nicht, wer das braucht. Hier das Ding. Und dann haben wir hier unsere Konsole, wo der Leroy immer so lustige Sachen hinschreibt. Wie zum Beispiel, Joker zockt immer nackt. Es ist halt der Leroy. Und der macht da immer so lustige Sprüche rein. Oh mein Gott, wie kommt der nur auf so eine Scheiße? Dass der Joker immer nackt sozusagen zockt. Was schreiben wir denn jetzt da rein? Und
So, ich schreibe jetzt mal, finde das toll rein. So. Und jetzt steht da, Joker zockt immer nackt und findet es toll, um den Leroy seinen Humor mal ein bisschen zu erweitern. So, hier, das ist das Sammelressourcen für den Dingens, damit wir dann später unsere Forschungslabore und so eine scheiße Markt und sowas alles dorthin packen können. Fehlen aber noch Komponenten, und zwar fehlen noch Nanosporen und Forma. Ich weiß nicht, wo ich den ganzen Scheiß herkriegen soll. Er hat zu mir gesagt, hier, bau mal bitte mit. Und hier hinten ist der Reaktorraum. Also ist noch nicht großartig so. Ich glaube, auf den Videos vom Panic Woven Joker seht ihr das ja auch. Da hat er das Dojo mehrfach schon gezeigt und hat sich immer hier oben hingesetzt. Und hat dann so übers Dojo geguckt und hat gesagt, guckt mal unser Dojo, es ist noch nicht fertig, aber sieht erstmal schön aus. So, das zu dem Thema Dojo. Wer im Clan dabei ist, habe ich auch erwähnt. Ja, aber ich glaube, ich werde jetzt noch keine Mission anfangen. Das machen wir erst im nächsten, weil ich habe nämlich so eine schöne Mission. Dazu muss ich mal ganz kurz das Dojo verlassen. Ich habe nämlich eine ganz spezielle Mission. Deswegen habe ich jetzt auch gesagt, ich nehme jetzt heute mal auf. Weil es ist echt eine schöne Mission. Und extra für euch. Und zwar, da unten steht schon das Heulen des Cropros, oder wie sich das Vieh schimpft. Und zwar habe ich ein Segment gefunden, das sind so diese Missionen, die einem Spiel weiterbringen. Werden immer hier oben angezeigt, wenn man einen Endboss getötet hat, platt gemacht hat, werden dann so verschiedene Sachen freigeschalten. Aber ich habe hier wirklich noch kein Dingens, wo ich diese komischen Sporen herkriege. Da muss ich irgendwie nochmal Planeten freischalten. Also am Ende von jedem Dingens, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel Venus, das habe ich gemacht, wenn ihr hier am Ende diesen Boss legt, den hier, das sind immer so die Bosskämpfe, wenn ihr die Bosskämpfe praktisch schafft, dann schaltet ihr einen neuen Planeten frei und dann könnt ihr da neue Materialien sammeln. Und ich bin halt noch nicht so weit. Und meine Schmiede halt ist auch noch nicht so, ist halt so, ne, so ein paar Sachen drin. Und darum geht es hier heute, Inkubatorzelle, weil ich brauche, also in der nächsten Folge, das werde ich jetzt splitten, ich werde zweimal machen. Ich brauche ein Ei. Ein Ei eines Cropros und den Inkubator, was ich bauen muss, um mir so einen Wolf zu züchten. Und für das Ei brauche ich halt die Komponenten Nanosporen, Steuermodule und den Argon-Kristall. Argon-Kristall und Steuermodule kriege ich vom Void. Hier kriege ich die her. Da könnte ich mir jetzt eine Mission aussuchen. Da kann ich diese Kristalle und die Steuermodule finden, wenn ich Glück habe. So. Aber ich brauche noch ein Ei und da werden wir uns in der nächsten Folge drum kümmern, dass wir hier von der Erde ein Ei kriegen. So, was gibt es noch zu erzählen? Eigentlich jetzt so großartig gar nichts mehr. Es gibt halt hier so ein paar verschiedene Kodexe, da kann man mal nachgucken, falls man es nicht weiß. Oder hier ein Markt, wo man so Blaupausen auch für Warframes kaufen kann. Da geht man auf Warframes und dafür braucht er bald die Stopp hier unten, die Blaupausen. Und dann könnt ihr hier so verschiedene Warframes kaufen. Aber ihr braucht halt die jeweiligen Materialien dazu. Das heißt hier Necros Helm, das Necros Cassis oder Chassis oder wie auch immer man das nennen möchte. Das System und die Zellen. Und die Zellen gab es irgendwo auch als Blaupause, glaube ich. Weiß aber nicht mehr. Irgendwo gab es sie. Und hier hat man auch verschiedene Komponenten, die man dann kaufen kann. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel die Dinger kaufen, aber das ist dann für Ingame-Geld, also für richtiges Geld. Nicht für Credits, also ne, es gibt ja einmal die Credits-Währung und einmal diese Ingame-Praktisch-Währung, was so Prime, Platin-Scheiß da ist, für Prime-Mitglieder. Und dann könntet ihr hier euch da fröhlich tot und dämlich kaufen, aber das will ich nicht. Ich würde gerne halt lieber mir die Sachen selber bauen. Und dafür muss man ab und zu mal hier so eine
Blaupause kaufen. Gibt es von verschiedenen Waffen, gibt es auch von dem Warframe und gibt es auch von diversen Sachen. Ich glaube auch für dieses Dingen gibt es so eine Blaupause. Ich weiß noch nicht mehr wo. Ich weiß so, dass es hier bei den Komponenten eine gibt, die wichtig. Nee, das war nicht bei den Komponenten. Genau, Schlüssel und Drohnen. Hier, und zwar gibt es hier eine, die kann man sich für Credits kaufen. Das ist ein Destillierextraktor. Das Ding ist echt wichtig. Gibt es auch hier als Titanextraktor. Die sind für Folgendes, wenn ihr da drauf geht. Steht da, dass das Ding die Chance erhöht, ungewöhnliche, seltene Ressourcen zu kriegen. Und das macht das Ding auch, wenn ihr nicht gerade auf einer Mission seid. Das heißt, ihr packt den irgendwo hin. In ein System, wo ihr die Ressourcen braucht, und das Ding sammelt fleißig für euch Ressourcen, und da könnt ihr auch offline sein. Das ist dasselbe, ne? Und muss halt regelmäßig geleert werden und auf Schäden überprüft. Das ist halt so eine Drohne, die fliegt dorthin und sammelt für euch Scheiß ein. So, das sind so die Sachen, wo wir uns dann demnächst mit beschäftigen, mit dem Warframe an sich, mit den neuen Komponenten, mit dem Gecrafte und was man so alles bauen kann. Und welcher Warframe es mir natürlich angetan hat, ist Oberon. Könnte ich mir jetzt auch direkt kaufen, aber ich möchte das nicht. Ich möchte das wirklich alles selber erfahren und sozusagen, sieht der hässlich aus. Rhino, hier Oberon, der hat es mir echt angetan. Und den werde ich versuchen zu erfarmen, weil, wie gesagt, ich will es nicht kaufen, dann wäre das Spiel, glaube ich, für mich dann auch zu langweilig. Ich will mir die Sachen alle erfahren und dann in den Blaupausen auch bauen, mit einem Labor im Clan und so weiter und so fort. Also da werden wir uns mit beschäftigen. Und ich würde sagen, jetzt beende ich erstmal die Folge. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Channel, wenn wir hier weiter spielen sollen, wollen, zusammen, dann würde mich das freuen. Und weil ich bin ja nicht alleine, ich nehme dann auch mal mit dem Joker, mit dem Leroy, mit dem Crafter, also wir sind dann auch vielleicht mal alle zusammen da und twitchen das Ganze auch. Twitch-Kanal findet ihr in der Beschreibung. Momentan geht es leider nicht mit Twitch und so vielen Videos machen, weil mein Internet eine Runde spinnt. Ich kriege gerade mal 300 Kilobyte pro Sekunde hoch und runter geladen, deswegen ist es ein bisschen schwierig mit dem Twitch, aber ich werde das auf jeden Fall noch ändern, wieder ändern, dass das Internet wieder richtig läuft. Bin ich schon dran und dann können wir hier auf jeden Fall auch richtig loslegen, auch bei Twitch und so. Vielleicht auch mal zusammenzocken, wenn ihr Interesse habt am Panic Wolfen Clan, dann könnt ihr auch uns anschreiben. Die Links findet ihr unten in der Beschreibung zu den jeweiligen Spielern, Kanälen und so weiter. Am besten ist dann gleich ein Panic Wolfen anschreiben, also ein Joker anschreiben, Panic Wolfen. Ein Panic Wolfen Joker anschreiben, der sagt euch dann Bescheid, wo, was, wo, wohin. Und dann können wir auch mal zusammen zocken. Vielleicht ein paar Raids zusammen machen, ein paar Bosse zusammen machen, PvP und so weiter und so fort. Ist ja alles möglich hier. Ist ja so ein Open World MMORPG Gedingens mit halt verschiedene Missionen, wo man dann wirklich durch die Mission rennt und diverse Sachen macht. Also wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, dann schreibt uns einfach an. Oder schreibt mich an, ich gebe es dann weiter. Und dann würde ich sagen, ich beende jetzt erstmal die Folge und in der nächsten Folge werden wir uns dem Ei widmen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.